Hier unten müssen wir hin. Wieder zurück zum Tokyo Tower, okay. Ob auch noch ältere Spiele außer Riot für die Streams geplant sind? Ja, einige. Ich werde Anfang jetzt der Woche mal eine Liste hochladen im Discord. Wo müssen wir denn jetzt? Ah, hier, da. Omokao hat am Tokyo Station kann sicher helfen, wenn ihr jemanden sucht. Tokyo Station. Also direkt wieder weg hier. Warte mal. Hä? Wo sind wir denn reingekommen? Ja, okay. Halt, stopp! Da, Tokyo Station. Wir sind da, wo wir hinwollen. Wie schön das hier ist. Und da steht auch wieder so ein kleiner Shy Guy. Mit wem müssen wir denn hier reden? Lass uns mal gucken. Die Shy Guys sind so süß. Sind einfach so goldig. Ah, hier, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Eggman Neger häufig den Tokyo-Taikukan besucht. Sicher. Luigi, lass uns zum Tokyo-Taikukan gehen. Was ist das denn? Hey. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, so viele Shy Guys. Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Ich kann mich nur bewegen, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Ah, siehst du, guck, da sind noch zwei Shy Guys. Danke für dein Follow, FlaumiBaumi80. Herzlich willkommen. Willkommen in der Crew. So. Ob ich gestern noch die Zeit gefunden habe, kurz auf Facebook zu schauen. Ich habe vergessen, dir zurückzuschreiben. Sorry. Ich habe auf Facebook geschaut, ja. Ich schreibe dir nachher auf jeden Fall noch meine Meinung dazu. Das jetzt hier im Stream zu erläutern, dann ist es blöd für diejenigen, die wieder kein Hintergrundwissen haben. Die das dann noch nachträglich gucken. Oh, wie geil ist das denn, die Shibuya-Kreuzung? Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Und guck mal, die ganzen Shy Guys und Toads. Es macht mich nur dezent traurig, dass wir noch keine Yoshis gesehen haben. Aber die lernen wir bestimmt auch noch kennen. So viele Shy Guys. Books, Music, Coffee, Sailor Moon Lady 89. Vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier auf Twitch. Nati schreibt eine Loot. Ich habe heute viel zu viel Blödsinn gefuttert. Das tust du doch immer, je nachdem, was du immer erzählst. Ich habe für gleich noch zwei Äpfel mit und eine Birne. Ich habe mich heute sehr obstreich ernährt. Habe schon Mandarinen gefuttert. Vitamine gegen die Erkältung hier. Yoshi ist super. Yoshi! Wo müssen wir denn hin? Die Koopas haben Überhand genommen, deswegen gibt es keine Yoshis mehr. Oh no! Können wir hier runter? Nein, können wir nicht. Du kannst laufen, wo du möchtest. Ja, alle Gegenkreuzungen. Es ist die Shibuya-Kreuzung, ganz ehrlich, absolutes Chaos. Aber es sieht eigentlich nur chaotisch aus. Wenn man so, dass man ihn in Videos sieht, so aus der Ego-Perspektive quasi. Wenn man das von oben sieht, dann sieht das eigentlich schon wieder ganz geordnet aus. Aber mit wem müssen wir hier quatschen? Wo müssen wir hin? Ah, Franzl sagt, dass es immer mega viel Spaß macht, die Streams zu gucken. Das freut mich. Wo müssen wir denn hin, hä? Sind wir hier doch falsch? Warte. Nee, ich wollte... Nein! Ich will da nicht raus! Ich wollte gucken, aber...
Lass uns gerade noch mal auf der Karte gucken, ob wir hier wirklich richtig sind. Hast du keine Switch, Shiny Richie? Nein, ich bin richtig. Okay. Ja, Linali schreibt gerade, ich habe vorhin übrigens noch mal das Unboxing der Playsee angeguckt. Krass, dass das schon ein Jahr her ist. Definitiv. Definitiv. Die kommt jetzt eventuell auch in Kürze wieder zum Einsatz für einen weiteren Stream-Titel. Beziehungsweise habe ich ja auch schon... Moment. Ah, da muss ich jetzt komplett für aufstehen. Moment. Moment, ich habe ja die Kopfhörer drin. Nichts passiert. Habe ich hier nämlich direkt noch drei Spieletitel stehen, die ich zum Beispiel auch alle noch streamen möchte, die alle noch auf meiner Streamliste stehen. Nicht fallen. Zu spät. Hans hat sich eine Switch gekauft am Freitag. Dann viel Spaß, eine mega coole Konsole. So, was ich hier noch an PlayStation-Spielen habe, die ich streamen möchte. Ich möchte noch die ganzen Kingdom Hearts-Spiele streamen. Original verpackt, was ich auch noch unbedingt streamen möchte. Spyro. Dingsbums Ignited Trilogy. Und Skyrim. Möchte ich auch noch mit euch die Special Edition streamen. Das sind jetzt gerade die Lazy-Titel, die ich hier noch habe. Ich habe auch noch welche digital, die ich auch ganz gerne mit euch zusammen noch spielen würde. So, Else schreibt auch noch eine Loot. Ich feiere meine Familie gerade. Ich habe denen das heute gesagt, dass ich ein Junge bin und mein Opa aus der Ecke so, erzähl mal was Neues. Ja, das ist, die Familie kann das schon auch merken, dass das halt irgendwie so ist, dass man sich da wohl erfüllt. Oh, Crane hat wieder einen Clip gemacht. Fall nicht, Kadi. Ich bin gespannt. Oh, die Iris ist auch dabei. Auf Skyrim bin ich gespannt. Okay, so. Sarah hat geschrieben, also dieses Gebäude da in der Mitte. Komme ich denn da hin? Hier ist alles voll. Zur U-Bahn-Station da hinten. Sicher. Ah. Gehen wir... Nee, doch nicht. Gehen wir schnell zum Tokyo Tayokan. Bin ich jetzt... Ja, ich bin wahrscheinlich wieder blöd. Für dein Cheer. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Irgendwo hier in der Nähe war jemand. Ja, wo haben wir denn hier? Hier muss doch dann irgendwo so ein rotes Ausrufezeichen, also so ein Ausrufezeichen auf rotem Grund sein. Es ist beeindruckend, wie hier so viele Leute die Straße überqueren, ohne einander in die Quere zu kommen. Da hat er recht. So viele Leute werden mir schwindelig. Kann ich aber auch nicht näher ran. Hä? Das ist doch eine ganz normale Kreuzung. Warum sind hier nur so viele Leute? Kao? Sicher. Ja, ich will ja zum Tokyo Taikukan gehen. Das freut mich. Danke, Shiny Rich. Ja, ich spiele sehr, sehr gerne auch die Nintendo Games. Ich bin halt gerade echt total verwirrt. Weil hier hinten ist ja nichts. Auch nicht.
Aber ich habe auch noch nichts übersehen, oder? Sicher. Ja, ich will ja dahin, Tails. A few hours later, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ich bin für immer gefangen, oh nein! Ja, ne? Also ich verzweifle nicht an den Disziplinen, ich verzweifle an der Suche nach dem Tokyo Taiyukan. Sarah, schon bei mir stand die Person vor der Station, aber vielleicht ist das auch ein anderes Kapitel als das, was ich denke. Hä? Nee, warte mal, hier muss ich hin. Da! Ich war falsch, oh mein Gott. Dann ist klar, warum ich nichts gefunden habe. Tischtennis! Oh mein Gott, Tischtennis! Ja! Hey! Hey, habt ihr es wohl auch herausgefunden, was? Ich bin gerade erst angekommen. Es gibt hier nichts, was ich tun kann. Hat Eggman Neger schon mit der Analyse der Spielekonsole begonnen? Ja, er sagt, er teste den Code oder so. Keiner darf ihm zu nahe kommen. Wenn ihr Eggman Neger jetzt stört, könnte das gesamte Spiel gelöscht werden. Und wenn das passiert, dann betrifft das nicht nur Papa und Dr. Eggman, sondern auch Mario und Sonic. Klingt ungünstig. Das gefällt mir nicht, aber wir sollten wohl erstmal abwarten und auf die beiden hören. Wir sollten etwas Lustiges machen, während Eggman Neger die Analyse durchführt. Tischtennis spielen. Zess, dein Augenblick ist gekommen. Ach nein, der heißt Zatz. Ach so. Bin ich etwa dran? Ich stecke gerade mitten in der Analyse. Du kannst das für eine Weile übernehmen. Hier, hat er gerade gebellt. Hier auf Eggman Neger zu warten ist total langweilig. Tritt gegen diese Leute an und unterhalte mich. Das interessiert mich nicht. Für mich zählt nur, dass ich gewinne. Du wirst noch bereuen, dass du mich herausfordern wolltest. Der ist komisch. Oh, super, dieser Typ. Ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst, Vector, aber ich freue mich auf einen spannenden Wettkampf. Na gut, dann los. Ich brauche etwas zu tun, während wir auf Eggman Neger warten. So. Besiege Zatz im Tischtennis-Einzel. Drücke X, um den Ball hochzuwerfen. Drücke X im richtigen Moment erneut, um aufzuschlagen. Moment. Ich habe früher immer gerne mit meinem Papa Tischtennis gespielt. Mein Papa hat mal im Verein gespielt, ich nicht, aber der hat mal versucht, zumindest versucht, einige Techniken beizubringen. Dein Charakter begibt sich automatisch in die richtige Position für einen Schlag. Du musst den Schlag jedoch selbst ausführen. Neige nach links, wenn du den Ball schlägst, damit er nach links geht, und neige nach rechts, um nach rechts zu schlagen. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R gedrückt und führe einen beliebigen Schlag aus, um einen Superschlag daraus zu machen. Okay. Go, Kali, go! Yay! Bin schön entspannt für dich, Yakari. Das freut mich. So. Jawohl. In 5-Punkte-Spiel, okay. Eigentlich hätte ich gerade so, wie ich eben die Angabe gemacht habe, hätte ich gar nicht schlagen dürfen. Wow! Geschmettert, alter Schwede.
Franze sitzt mit Pizza im Bett und schaut den Stream. Perfekter Sonntagabend. Das klingt definitiv mega perfekt. Also so darf man die Angabe eigentlich gar nicht machen. Man darf die Angabe nicht auf einer Seite machen. Das darf man nicht. Man muss immer... Bei der Angabe muss man immer diagonal. Scheiße. Schiete! Oh nein, warum habe ich jetzt nicht geschmettert? Warum? Nein! Oh mein Gott, er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Immerhin einen Punkt habe ich noch gemacht hier. Der spielt unfair, der bescheißt. Jetzt hat der die Superkraft. Na super. Na super. Ja, er hat gewonnen. Mission gescheitert. So ein Säckel.